Kascha Lenhardt, Christliches Kreuz, 25. Mutter erinnert sich an den wohl schlimmsten Moment ihres Lebens zurück. Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass die ehemalige Germany's Next Topmodel Teilnehmerin gestorben ist. Damals gab es zunächst nur die Information, dass das Model leblos in einer Wohnung in Berlin aufgefunden wurde. Jetzt sprach ihre Mama Adriana zum ersten Mal in einem Interview über den schrecklichen Verlust und berichtete von dem Moment, in dem sie Kascha gefunden hatte. In einem Interview mit Spiegel ließ Adriana den schicksalhaften Tag Revue passieren. Kascha habe am Morgen des 9. Februar noch Pläne gehabt, sich für später aber mit ihrer Familie verabredet. Zusammen hätten die Lenhardts den Geburtstag von Kaschas Sohn feiern wollen, die junge Mama habe sich nach einem Telefonat mit ihrer Mutter am Vormittag aber weder erneut gemeldet, noch sei sie im Laufe des Tages zu der Feier erschienen. Am frühen Abend sei Adrianas Sorge um ihre Tochter so groß geworden, dass sie zusammen mit ihrem Mann zu Kascha fuhr. Obwohl Licht brannte, haben niemand geöffnet, sodass sie schließlich mit Hilfe eines Nachbarn auf das Gelände gelangen mussten. Adriana und ihr Mann konnten daraufhin die Terrasse des Apartments betreten. In dem Zimmer mit halb heruntergelassenen Jalousien habe sie dann ihre leblose Tochter entdeckt. Im Nachhinein erinnerte sich Adriana an den Moment des letzten Telefonats am Vormittag des Todestages zurück und erklärte, dass ihre Tochter ganz ruhig gewirkt habe. Heute wünschte sie sich nur noch eines, die vollständige Aufklärung der Umstände um Kaschas Tod. Ich konnte meine Tochter nicht vor dem Tod beschützen, äußerte sie in dem Interview. Sie frage sich immer wieder, ob der tragische Verlust hätte verhindert werden können. Tipps für Promiflash, einfach mail an tipps@promiflash.de.